haben natürlich heute eine Videokonferenz gehabt, wieder mit Barbara Klepsch und noch anderen Ministerien. Diesmal denke ich mal mit einem sehr positiven Ausgang. Man hat uns natürlich Hoffnung gemacht, dass wir in der neuen Corona-Schutzverordnung mit beachtet werden. Das heißt, Skigebiete können unter den gewissen Voraussetzungen natürlich geöffnet werden. Natürlich spielt dort auch die Inzidenz, die Krankenhausbelegung eine Rolle. Aber momentan sind die Zahlen natürlich ziemlich weit unten, was uns Hoffnung machen lässt. Und deswegen bereiten wir auch vor mit der technischen Beschneiung, dass wir auch dann, wenn es losgeht, nächsten Freitag, dann Startler sein werden hier am Fichtelberg und Skibetrieb anbieten können. Natürlich appelliere ich immer noch an die Leute, dass sich an alles gehalten wird. Wir müssen hier unter 2G-Maßnahmen natürlich auch den Skibetrieb durchführen wie in anderen Bundesländern. Und ich bin mir sicher, dass die Leute, die Skifahren möchten, sich auch an die Spielregeln halten, und darauf vertrauen wir. Natürlich hat das Silvestertauwetter ganz gewaltig bei uns auch reingeschlagen. Es ist natürlich wieder viel den Bach hinuntergelaufen, aber gerade in der nördlichen Ausrichtung Himmelsleiter, dort ist noch relativ gute Piste vorhanden. Dort werden wir jetzt noch etwas nachschneiden. Das wird auch die Piste sein, die als erstes in Betrieb gehen wird. Und dann die Rennstrecke unter der Seilbahn. Und dann ziehen wir mit unserer Schneitechnik natürlich hier vor an den Haupthang. Und sobald es dort auch die Möglichkeit gibt, hier vorne zu beschneien, dann werden wir das auch tun, damit auch dann ab und zu, also danach, weitere Pisten in Betrieb genommen werden können und hier das komplette Skigebiet benutzt werden kann.